Hallo Freunde und recht herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Das letzte Mal. Was? Buffdies. The Mighty Fine Shine. Verstehe ich nicht. Ja, das letzte Mal haben wir ein bisschen Abschleppmission gemacht. Ja, nach Fraps Totalausfall. Mittlerweile sind schon wieder ein paar Tickelchen her, als ich aufgenommen habe. Von daher, dürfte das heute nicht mehr so das Problem sein. Ich hoffe es jedenfalls, ja. Das wäre ja schon mal vorbildlich. Und in dieser Folge wollten wir ein bisschen Scheiße machen. Wir könnten, ja komm, wir machen jetzt mal so ein Seerennen hier, ja. Muss ja auch irgendwann mal getan werden. That hurt. Und dann machen wir jetzt hier ganz easy, ja. Und dann, ey, das Auto hatte mal einen Spoiler, oder? Oder war das ein anderes? Kann gut sein, dass es auch ein anderes war. Ist auch egal. Jedenfalls läuft hier böse Musik. Moment, hier, zack. ZZ Top. Na, so. Also, oh, fahren 100. Yeah, hatte ich das nicht letztes Mal? Oder war es was anderes? Kann auch sein. Aber ist mir jetzt auch scheißegal. Also, ja. Wir können derzeit leider nur mit Franklin spielen, weil die anderen beiden sich dachten, ey, wir entführen meine Frau und sind mal ein bisschen hier, ne? Ein bisschen untergetaucht. Aber es wird, glaube ich, nicht so lange dauern, bis sie wieder auftauchen. Aber trotzdem können wir die Zeit ein bisschen nutzen, ja, und machen ein bisschen, ne? Ein bisschen Sidequest-Kram mal wieder. Wir haben ja die ganzen Abschleppmissionen schon quasi komplett. Eine fehlt, glaube ich, noch. Ja, wenn wir die gleich noch bekommen irgendwie. Per Zufall. Oder haben wir die schon bekommen? Bin mir gar nicht sicher. Dann können wir sie ja nochmal anrufen. Aber erstmal ein Seerennen. Denn die müssen wir auch alle für 100% machen, nicht wahr? Nur für meine Benutzer definierten 100%. Alles, was 100% relevant ist und irgendwie nicht so schwer ist, mache ich. Und auch alles, was nicht 100% relevant ist und nicht schwer ist, mache ich. Aber halt nicht alles, ne? Woo! Wie oft bin ich jetzt darauf schon eingegangen, Alter? Ich muss aufhören. Oh Mann, mein Auto. Mann, wieso leckt das Spiel so ein bisschen? Das ist doch wieder frech. Zufälliges Ereignis. Again. Ja, kriegst du wieder. Moment. Hoppala. Ja, wollte ich ihn nochmal überfahren, aber nee, meine Moral ist wieder durchgekommen, ja. Wie ist eigentlich Fahrradfahren in der Ego-Sicht? Das ist ja cool. Schon wieder? Oh Mann. Kriegen wir erstmal den gleichen Typen nochmal, ja. Hat es ja auch. Naja, ne? Weiß nicht, wie ich es nennen soll, aber ein bisschen schlecht. Dass du dein Fahrrad ernsthaft zweimal verloren hast. Aber was soll man machen? So, wieder ein bisschen in der Ego-Sicht fahren, ja. Muss ja mal wieder ein bisschen Abwechslung sein. Ba. Ba. Wow. 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 Beep. Alter. Kack-Ego-Sicht. Hier war mal eine Mission bei GTA Online. Hier musste man Meth holen. Oder was? Koks? Keine Ahnung. Eins von beiden. Wow. Ganz ruhig, Auto. Okay, ich bin da. Aber wie sieht mein Auto aus, hä? Naja. Gewöhnungsbedürftig. Ein parkender. Wow. Cooler Trick, Mann. Hauptsache, die warten da alle schon schön darauf, dass ich hier aufsteige. Richtig scheiße. Naja. Speed-Ophil. Haben alle voll die Surfer-Frisuren, ey. Ich bin am langsamsten. Und zwar mit Abstand. Das finde ich jetzt aber nicht so geil. Wahrscheinlich muss man die Wellen richtig beherrschen, ja. Um hier am besten durchzukommen. Leider weiß ich nicht genau, wie das geht. Wenn man die Wellen am besten nimmt. Und dann mache ich einfach irgendwas. Yahoo! Vor die böse Musik. Black Valve! Moment. Nein, Fresse. So.
Oh Gott. Da hätte ich ein bisschen abkürzen können, ja, ich geb's zu. Wie lang ist denn so ein Seerennen eigentlich? Dauert ein bisschen länger, wa? Ist so ein Rundkurs? Was soll das denn? Na, das finde ich ja frech, du. Okay. Ding, du musst nicht lenken. Ich zwing dich zu nichts. Bei mir bin ich voll langsam. Lol. Oh! Ich bin so ein Jetski! Ich... Kleiner, miese Hure, Alter. Das ist doch echt ein Witz jetzt. Das ist doch echt ein scheiß Witz jetzt. Was ist das für ein Arschloch gewesen? Fährt mich einfach rüber. Ja, da kann ich doch jetzt schon knicken hier. Hallo, kann ich irgendwo abbrechen, bitte? Das regt mich auch auf in diesem Spiel, ja, dass du nichts abbrechen kannst. Und gleich neu starten kannst. Nö, du musst immer den ganzen Rotze hier zu Ende machen. Irgendwie kann man doch scharfe Kurven nehmen. Wie geht denn das? Nee, so nicht. Ah, so. Okay. Vor allem, du kannst doch 20 Meter daneben fahren. Das geht doch noch voll... Toll. Das geht doch noch voll klar. Ja, danke schön. Letzter. Cool. Oh, nochmal die Scheiße, Alter. Da werde ich immer von diesem Wichser da übergebratzt, ey. Da könnte ich doch kotzen bei. Jetzt verpisst euch alle. Jetzt ramm ich gleich zurück, ey. So, tschüss, ihr Wichser. So, gleich eine scharfe Kurve hier, ne? Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? Das reicht doch! Das hat doch sonst auch immer gereicht, wenn ich da so vorbeigefahren bin. Mann, da will ich mal ein bisschen abkürzen und dann wieder so... Meine Fresse, verpisst euch doch alle. Lasst mich hier doch einfach durch, ganz ehrlich. Was ist denn euer Problem? War die eben auch schon so kurvig hier? Boah, scheiß doch die Wand an. So. Alter Vater. War immer Hammer unnötig. Nie wieder Seerennen, ey. Boah. Ja, toll. Oh, die verpissen sich alle. Finde ich gut. Darf ich bitte an Land irgendwo, irgendwie? Ich bin einfach hier hängen geblieben. Hier komme ich nicht hoch, oder? Doch, ich komme hier hoch. Sehr schön. Komme ich hier auch irgendwo ein Auto oder so? Oder mein Auto? Toll. Toll! Wo bin ich hier gelandet? Verdammt. So, sei nicht schon ein zweites Rennen jetzt gespawnt? Oh ja. Achso, sind schon alle da tatsächlich. Sicher, jetzt erst. Oder ist hier vielleicht noch ein Triathlon in der Stadt, an dem ich teilnehmen kann? Nee, ist nur da hinten, oder? Komm, muss ich da jetzt extra hinfahren? Oh Mann.
Das ist auch ziemlich unnötig. Oh, mach die ganze Zeit. Scheiß Zug brauche ich auch nicht. Mann, was ist denn das hier, Alter? Bin ich hier irgendwo im Nichts gelandet oder was? Nein. Du sollst nicht aufnehmen, Alter. Diese Aufnahmefunktion ist auch dumm. Michael und Trevor sind auf dem Land untergetaucht. Wechsel nicht möglich. Ja, sag es nicht, du Spasti, Alter. Mann, ich werde ja auch irgendwo nirgendwo rausgelassen, ey. Das ist auch super nett von dem Spiel, ja. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. So, leck mich. Ich hole jetzt ein Taxi. Die habe ich ganz vergessen. Die habe ich ja ganz... Warte mal. Ach. Deswegen habe ich letztes Mal kein Taxi bekommen. Das erste Downtown-Campen-Co ist wirklich für mich. Als Besitzer. Oder halt als Angestellter. Und das, das zweite ist dann wirklich für selber ein Taxi nehmen. Danke, dass du mich fast überfährst. Moment. Dann setze ich da meinen Wegpunkt. Bei dem hier. Schön auf dem Meer, ja. So. Pacific Ocean. Fahr mal an den Pazifik. Cool. Ladescreens. Dankeschön. Dauern immer so lange bei diesem Spiel. Keiner weiß warum. Warum wohl? Vielleicht, weil das Spiel ein bisschen umfangreicher ist. Könnte daran liegen. Aber auch nur vielleicht. Hallo, wildes Tier. Reh, Hase. Ne, was ist das? Du bist ein Hase. Hoppelhäschen. Das geht echt. Das ist fies. Boah. Nein! Ich lasse es natürlich. So böse bin ich nicht. Gott, jetzt muss ich ganz runterrennen, ey. Was sind das für Wege, die ich hier heute mal laufen muss im Spiel? Was soll das? Wie ist meine Ausdauer eigentlich? Ach, die ist fast voll. Na super. Das heißt, ich trainiere das kaum noch. Bringt noch nicht, wenn ich immer lang schleichen, so, ja, dann kriege ich nämlich den Schleichen-Skill mehr. Natürlich nicht. Das ist totaler Quatsch. Also rein theoretisch würde der Schleichen-Skill natürlich wirklich hochgehen, aber das machen wir natürlich nicht. So, eben. Oh. Ein Gesicht kratzen und gleichzeitig rennen ist gar nicht so einfach. Oh oh. Bitte nicht sterben. Ah, danke schön. Wo soll denn das bitte sein? Ohne Spaß, wo ist denn das? Da ganz hinten? Ah, da hinten sehe ich was, okay. Meine Güte. Dass mich das Taxi nicht mal bis an den Strand bringen konnte, du. Das finde ich ja auch frech. Ohne Spaß, vor 3 Minuten oder so bin ich ins Taxi gestiegen. Allein der Weg hierhin hat so ewig gedauert, ey. Ich will doch nur Jetski fahren, Mann. Oder. Ja. Seerennen machen. Take off the Seahawk an der Startlinie, um an diesem Rennen teilzunehmen. Ja! Hatte ich vor, Mann. Danke, Spiel. Vielen Dank. So, da ist das Ding, okay. Ja, schwimm ruhig noch einen Kreis, ist okay. So. Wahrscheinlich werde ich das erste Rennen wieder verkacken. Einfach so als Tradition. Gibt es eigentlich einen perfekten Start, den man irgendwie machen kann? Meine Nase juckt. Ich weiß es nicht. Good night. Irgendwie sind die Kurven echt immer so das Beste. Weil da kann man seine Gegner mal ganz gut abschütteln, weil die einfach zu dumm sind, die Kurven richtig zu nehmen. Oh, der Typ da vorne scheint aber gar nicht so schlecht zu sein, wa? Egal, ich zieh ihn trotzdem ab. So, wow. Na toll. Das war jetzt nicht so gut günstig. Naja, egal.
Wunderschöne Seerennen. 4 Stück gibt es davon scheinbar. So aus. Muss man nicht überall Erster werden? Nee, ich glaube mindestens Dritter. Weil dann gibt es nämlich eine Medaille und da steht auch immer beim Rockstar Club. Man muss mindestens eine Medaille gewinnen, damit das zählt. Also mindestens Dritter. Finde ich eigentlich ganz fair, dass man wenigstens nicht Erster werden muss. Zwar kann, aber nicht muss. Wobei es eigentlich nicht so schwer ist. Letztes Mal wurde ich einfach nur von so einem blöden Wichser da weggerammt. So, Dele. Erster Platz. Jawohl. So. Ich werde jetzt vorhin einfach im Wasser, ja. Na gut. So, wo ist denn die nächste Straße? Ja? Wenn ich zum Beispiel hier ranfahre, ja. Da müsste ja direkt die Straße sein, nicht wahr? Naja, fast jedenfalls. Ey, das ist doch die Küste, wo wir bei dem Heath, glaube ich, rangefahren sind. Kann das sein? Nee. Nee, war eine andere. Oder? Ach, keine Ahnung. Woo! Oh, shit. So, mal im Easy hier hochrennen. Und ein Rennen schaffen wir dann noch. Das ist ganz einfach. Kriegen wir ohne Probleme hin, ja. Rennen war, Seerennen sind ja kein Problem. Das will ich dann auf jeden Fall machen. Das finde ich ganz ordentlich. Bleiben wir mal beim nächsten Mal noch den anderen Triathlon. Das wäre auch eine Idee. Dass wir dann quasi, ja. Dann im nächsten Part halt nochmal ein Sidequest-Part. Ja, tut mir leid. Und dann die Hauptstory. Das finde ich ganz ordentlich. Oh, Flugzeug. Immer noch nicht die Straße. Nur ein Zug, von dem ich mich umreißen lassen kann. Soll ich? Nein, natürlich nicht. Ist viel zu gefährlich. Oh, shit! Alter, ich dachte, ich schaff das schon. Das tat ein bisschen weh. Wenn ich das mal so sagen darf. Na gut, dann rufe ich mal da noch ein Capco an. Das ist nett. Finde ich auch ganz nett. Okay, mein Spiel hat gerade aus was für Gründen auch immer minimiert. Ja, das hatte gerade überhaupt gar keinen Sinn. Aber es ist passiert. Können jetzt mein Taxi mal bitte kommen? Ah, okay, du baust da hinten schon ein bisschen Unfälle. Ja, ist gut. Hey! Nicht wegfahren, nicht. Ey! Du mieses Stück. Das finde ich jetzt aber mal richtig frech. Warum funktioniert dieses Spiel manchmal einfach nicht? Willst du mich verarschen? Oh, dann nehme ich mir selber ein Auto. Einen coolen Bulli. Komm, fahren wir mal ein bisschen Bulli hier. So, du Arsch. Ja, Triathlon. Der Part ist eh fast vorbei. Das machen wir dann doch im nächsten Part, glaube ich. Beide Seerennen und Triathlon oder halt nur Seerennen. Machen wir erstmal Seerennen hier, warte mal. So. Du hast ja schon mal wenigstens hinfahren. Ein schönen Bulli, ja, muss man ja mal sagen. Non-stop, hop. Aha. Schöne Werbung dafür. Das hören wir aber nicht, so ein Quatsch. Ja, es macht irgendwie Spaß, mit dem zu fahren. Würde mein Vater jetzt bestimmt auch denken. Mein Vater hat ja mal, jetzt kann ich ja mal erzählen, ein T3. Also das ist ja der VW-Bus T3, ja. Hat mir einen besessen, der ihm geklaut wurde. Ja, ja. Bitter, bitter. Bulli war ja damals sehr... Wobei der... Also der Bulli ist ja noch der T2? Oder T1? Keine Ahnung. Der T3 sah ja aber... Na gut, der sah anders aus, aber halt. Na, ihr wisst schon. Hatte ungefähr auch so ein Design. Und ein T3 wurde ihm geklaut.
Einfach beim Kunden. Das war schon ziemlich frech. Ich weiß gar nicht, irgendwie... Was waren da noch? Oh, zufälliges Ereignis. Was ist hier los? Wem soll ich jetzt helfen? Ich bin heute nett, ich helfe der Polizei. Bam! Oh. Habe ich jetzt geholfen? Okay. Was? Again, where's my backup? Suspect is dangerous. Requesting assistance immediately. Voll die Unterstützung brauchst du, Alter. Bam. Bam. Machen wir's halt so, ne? Pff. Geht auch als geschafft, würde ich sagen. Was habe ich angerichtet? Was habe ich angerichtet? Jetzt kriege ich nämlich meinen Bulli hier raus. Das gibt's doch nicht. Komm schon! Moment, Moment. So, Moment. Ja. Ja, Bulli. Oh Gott. Mein Bulli. Oh, ich glaube, ich werde jetzt leicht entdeckt. Ah ne, ich bin getarnt. Na, das finde ich ja nett. Checkt er mich wohl noch? Die checken mich noch 100 Pro. Ja, da haben sie mich gecheckt. Na gut, na gut, na gut. Die Quest habe ich irgendwie ein bisschen verkackt. Ich weiß ja nicht genau, was ich da jetzt noch machen sollte. Ich fahre meinen Bulli jetzt noch ein bisschen in Grund und Boden, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich glaube nämlich nicht, dass ich den jetzt noch entkommen kann. Also kann ich schon, aber... Ne? Muss ja nun nicht sein. Wir können uns das ja ein bisschen einfach machen. Moment. Oh Mist, ich wollte dann gegen die Stange klatschen. Los, schieß mich ab. Vielleicht soll ich noch Beweisstücke mit vernichten. Was ist eigentlich die Annäherungsmine? Ist das einfach so eine, wenn man reinläuft, explodiert man? Ja, sehr schön. Die habe ich noch nie ausprobiert. Die gab es, meine ich, bei der PS3-Version auch nicht. So, okay, Leute, dann würde ich sagen, das war jetzt aber wirklich GTA 5 für heute. Und im nächsten Part machen wir noch mehr Seerennen und einen Triathlon. Vielleicht, mal gucken. Vielleicht machen wir die auch wieder mit Maike, einfach damit es schöner ist. Und dann wieder coole Quests. Ja? Ganz easy. Also, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Ciao!